Wie läuft der Abend für dich? Ein bisschen stressig, ne? Treppe hoch, Treppe runter und es ist ziemlich warm, ansonsten nette Gäste. Was hast du denn so im Restaurant? Was ist denn für dich hier das Besondere? Das Besondere hier eigentlich ist erstmal der Umgang mit Menschen und dass du hier eigentlich so locker bleiben kannst, wie man sein möchte und dass das nicht so steif hier ist und halt das Kuriose hier, ne? Und Post halt. Ich denke mal so, heute wird es nicht ganz so spät wie gestern. Wenn wir 1 Uhr schaffen, sind wir zufrieden. Es kommt gleich der Trick. Kurz von einer Seite anbraten und dann in den richtig geheizten Backofen schieben, ein bisschen Butter oben drauf. Nur lecker. Immer eine Messerspitze Butter. Wenn der Ofen heiß genug ist, stirbt jede Kalorie ab. Und mit Cholesterin habe ich noch nie gekocht. So eine neumodische Scheiße kommt mir nicht in die Küche. Ja. Also ich würde mal sagen, so ungefähr, also bis kurz bevor die fertig sind, dann hole ich sie raus in die Falle. Gefühlsmäßig ist nicht lange. Ich brate die jetzt oben im Ofen nur kurz an. Von beiden Seiten, das sind vielleicht keine 10 Minuten. Also wenn meine Mädels gut auf mich aufpassen, dann trinke ich am Abend schon 4-5 Flaschen Wasser. Sonst manchmal haben die natürlich auch mega Stress und ich selber kriege keinen durch. Weil du bist so mit den Gedanken jetzt beim Essen, weil dir darf ja nichts passieren, dass du wirklich nicht drüber nachdenkst. Jetzt richte ich die Gemüsepfannen an für die einzelnen Tische. Das heißt, alle Sorten, die ich vorbereitet habe, kommen jetzt erstmal da drauf. Und gleich wird das ganze Fleisch mit in diesen Pfannen angerichtet. Nur beim Fisch mache ich eine Ausnahme. Nein, das sind hier Seniorentellerchen. Ne? Nein, ich richte immer in Pfannen an, weil allein von der gesamten Logistik her, dass ich alleine koche, könnte ich nie Tellergerichte machen. Es sei denn, ich koche abends nur noch für einen oder für zwei. Dann gehen noch Tellergerichte. Jetzt kommt noch die Enddeckung. Hier hätten wir einmal die Pute und einmal das Rumpsteak mit dem Gemüse zusammen und der Rest kommt. Wie schmeckt's denn? Ganz hervorragend. Super. Was ist denn für Sie das Besondere an dem Essen? Alleine die Zubereitung und dann das Gemüse, wenn Sie es an der Gemüsepfanne sehen, ne, das ist... Bei Horst muss alles frisch und knackig sein. Das Auge ist schließlich auch mit. Was genau zauberst du jetzt? Also das werden wieder mal 3 Bananentorten, ein Vanillecreme-Pudding und ein Mousse-Schokolade. Gibt es bei der Mousse-Schokolade ein Geheimrezept von Horst? Also... Ich darf das ja nur einrichten, weil er gerade dafür keine Zeit hat. Ich weiß es nicht. Also er bereitet uns das alles vor und wir dürfen das nachher einrichten. Was er genau da reintut, also weiß ich nicht. Habe ich auch nie so richtig drauf geguckt. Weiß ich, vielleicht hat mich auch nie interessiert. So möchte ich auch nicht wissen, da habe ich nicht mehr Arbeit. Banane? Ja. Das ist aber Mousse, ne? Noch eine Banane? Bananen kommen da hin. Oh. Habt ihr 2 Mousse gehabt oder eine Banane? Banane, 2 Mousse. Was ist denn? Aber je
Wie hat Ihnen denn das ganze Essen geschmeckt? Ganz fantastisch, Schatz, es schmeckt. Wenn Sie es in einem Satz zusammenfassen müssen, was essen, wie würden Sie das beschreiben? Also ich würde sagen, hier essen zu gehen, ist Erlebnisgastronomie. Erlebnisgastronomie, die auch den Cheffe ganz schön durstig macht. Wie schmeckt's? Das ist ein göttliches Getränk jetzt. Ein Apfelschorsch ist ein Traum. Wenn ihr wisst, was ich für einen Durst jetzt habe, das ist unglaublich. Jetzt würde ein Bier reichen und ich bin granatenvoll. Aber die Gäste sind glücklich, das ist das Wichtigste. Was hast du denn heute schon gegessen? Ich hab heute Morgen zwei kleine Stückchen Kuchen gegessen und das war alles. Und ich wollte mir eigentlich jetzt mal mitmachen, aber ich habe es vergessen. Jetzt schmier ich mir gleich ein Butterbrot. Wie war denn der heutige Tag für dich? Er war für mich erfüllt, weil die Gäste sind alle glücklich. Alle lachen, alle haben sich bedankt. Das ist das Schönste. Und jetzt kannst du wunderbar schlafen und jetzt ist auch vergessen, dass das scheiße Eis war. Ich komme auch direkt zu euch. Ja, wir haben zwei Minuten, bin ich bei euch. Schmeckt euch. Hinten alle zufrieden, alles lecker. Zum Abschied noch ein gemeinsames Foto mit dem Meister persönlich in seinem Restaurant, wo jeder das Gefühl hat, Teil einer großen Familie zu sein.